ist einfach hure chillig da. Boah, ich könnte den ganzen Tag im Fall da verbringen, no joke. Hallo miteinander! Ich habe da etwas für euch. Geht Krabbenfischen? Mit einem dänischen Fischer. Wenn es sich wirklich gibt, euch die Räder neu auf. Schmeckt sicher schon mal nach Fisch. Ja, ich glaube, wir kommen der Sache schon näher. Oh. Da, wir sind beim Ohrenfisk. Wo so Krevetten sind, sehen noch geil aus. Ich hasse Krabben über alles. Ich habe wirklich, ich mag viel Fisch, aber ich hasse Krabben. Could we maybe see like when they are bringing them or something, or when they're preparing it? It's so windy right now, so they don't bring any today. Aha. Okay, do you know when they probably? Maybe tomorrow. Tomorrow. Or the day after. Okay. Do you also, Vincent, do you also work on Fridays? Or is Friday? Yeah, yeah. On Friday? So we could maybe return on Friday? Yeah, maybe. Yeah. It's just if nice weather and also the night. Ah, okay. It's most because they catch in Lanko. Did you know this? Lanko? Jomfru, this small red lobster, they catch out here, but also these crabs. Ah, okay. But you are working in the night. You are going in the night out to not me. Oh yeah, yeah, the fishman. They go after maybe at 6 o'clock, and they then fishing when the sun go down, and take a little break at the night, and then fish again in the morning. Let's go. Wow. Shrimps, like huge shrimps. Langoustine. It's called on English. Yeah. They bring all the fish up here and we separate it and take and send it to Copenhagen. Mix it in Denmark and then also Spain and France and stuff like this. They eat a lot of this one. And what do like the Danish people eat? Or which it's mostly two part and you know shelly. So, yeah. Fish for all the ones here. Like, do you fish them alive? And then you bring them here alive and sell them alive. Yeah, but they die. Really fast. Ah, okay. So they're not. They're dead. Yeah, dead. Also mit dem Hund, ja, ich kann gerade das Interview machen. Es ist ziemlich speziell noch kühl im Vergleich so, aber gut spannend. Also sie sind da jetzt alles am Fischen im Meer direkt in Dänemark. Da gehen sie in der Nacht dann raus und können dann alles da anbringen am Hafen. But you don't need to prepare them like you prepare fish. This one? Yeah, and also the big ones. Or the lobster. You don't need to like do anything the fish. Like cut and stuff. No. Only the fish cut and stuff. The worst Also Fazit, es sind mega nette Leute hier, aber es ist gar nicht so einfach, es ist ein Großvogel. Die haben sehr, sehr viele Vorschriften und sie gehen auch mega früh am Morgen raus. Und es gibt 5 Stunden auf dem Boot. Ich weiß nicht, ob ich den Eckstand und den will ich auch raus haben. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu der Redaktion und sagen, was ihr sagt. Abmarsch, oder?